Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und wir gehen jetzt hier mal irgendwo wandern. Ups, da haben wir gleich schon den ersten Megakampf, Vampir und Monsterbooms. Und wir greifen einfach mal wild drauf zu, irgendwelche Leute an, ist ja vollkommen Snurz. Aha, guck mal, die gehen relativ schnell down. Ja, und jetzt noch den wilden Hund hier reingeplättet. Und dann haben wir sie besiegt. Und wir gehen einfach mal hier noch Richtung Süden. Mal gucken. Ich glaube, wir waren hier ja schon mal, als ich mit Red hier total mich verkehrt irgendwo lang gelaufen bin, sozusagen. Die Wampatze, die fand ja Red schon so toll. Wampatze, Locked Edge. Los, weiter. Schneller. Noch schneller. Ja. Guck mal, eine Höhle. Oh, da unten ist ja ein Dorf. Alter Vater, sind wir hier bei Dragon Ball? Greifen wir mal so an. Und Mary wird jetzt hier mal sicherheitshalber Ping blocken. Uga, Uga, ich bin ein Affe. Viel prima. Geil. Die sind etwas stärker als die vorigen Gegner, aber auch nicht besonders, wie es aussieht. Gut. Wildprimat besiegt. Jedes Mitglied der Gruppe erhält Erfahrungspunkte, bla. Dann gehen wir erstmal in das Dorf. Psalm. Guten Tag. Mal gucken, ob es mir bekannt vorkommt. Ach, das ist doch das Puff-Puff-Dorf. Ha! Ja. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal direkt schlafen. Hi. Willkommen in der Herberge. Das macht Goldmünzen. Ja. Genieße deinen Aufenthalt. Sehr nett. Oh, mal wieder nicht den Timer gestellt. Ach, ich bin so ein vergessliches Wesen. Los. Start. So. Guten Morgen. Ich wünsche dir eine gute Reise. Vielen Dank. So, dann wollen wir mal gucken. Hier wollen wir uns mal ein bisschen ausrüsten gehen. Mal gucken, ob wir uns überhaupt was leisten können. Halt, Armory. Der pennt. Drecksau. Hm, was hast du hier zu bieten? Willkommen im Warenladen. Ich glaube, wir könnten mal wieder ein paar Wildkräuter, oder ein paar Gegengifts. Ein Gegengift, ja. Yeah. Na, Mary kann mal ein Gegengift noch mitnehmen. Noch ein paar mehr. So. Vielen Dank. Wer soll das tragen? Unser Beutel möchte das gerne tragen. Ja, genau. Weiter kannst du nichts für uns tun, weil eigentlich würde ich mir ja was anderes kaufen hier so. Na, Sachen wie, ja, Heilkraut, genau. Was möchtest du denn kaufen? Oh ja. Bringt nichts. Bringt einen Punkt, bringt nicht viel. Nix. Ach ja, wir sind ja schon gut ausgerüstet. Oh, hier. Fellmütze für Mary, das können wir uns mal leisten. Halt, warte mal. Mary hat ja vorher die Krone auf und die Krone haben wir abgegeben. Warte mal, Item. Nee, gibt's nicht mehr. Na gut. Also, Mary, du kriegst jetzt hier diese coole Fellmütze. Das muss ja total drollig aussehen mit Hasen, mit Hasenschwänzchen und Fellmütze. Geil. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nein, du kannst uns... Obwohl, oh, vielleicht können wir verkaufen. Nicht kaufen. Verkaufen, ja. Jetzt gucken wir mal. Der Reisegewand, das kann ja zum Beispiel weg. Ja. Das könnte Red... Nee, Beutel. Die Lederkappe kann zum Beispiel weg. Ja, weg damit. Schauen wir mal, was wir noch so alles haben. Betrügerguide. Bronzeschild. Okay. Danke. Item, Beutel. Mal gucken, ob wir jemanden hier das Bronzeschild geben können. Ach ja. Abgeben. Nee, das können wir also auch verkloppen. Gut, okay. Das muss man ja mal wissen. Nein, Mann, nicht kaufen. Alter, du machst mich schwach. Verkaufen. Beutel, Bronze, ja. Tschüss. Wir sind im Geschäft, müsstest du sonst was? Nein, Mann, hau ab. Geh weg, bitte komm wieder. Ja, aber erst wenn du wieder tolle Sachen im Angebot hast, dann komme ich gerne wieder. Tschüss. Gucken wir jetzt nochmal in the cave. Oh, da geht's dann da drüben wieder raus. Schauen wir mal.
Zack, Tür auf, dankeschön. Hier ist ja gar nichts los. Hier geht's nach oben. Hi. Oh. Gucken wir doch mal rein. Hier möchte ich mich am liebsten wie Mega Man einfach fallen lassen. Hier ist einmal gar nichts oder was? Langweilig. Geh mal wieder hoch. So. Guck mal, was. Oh, was bist denn du für einer? Guten Tag. Ich bin der Zwerg Norut. Du möchtest nach Osten? Verschwinde von hier. Hey, aber nicht so, mein Freund. Nee, jetzt ist es. Ein Brett. Ach, toll. Trainingsanzug. Cool. Alles nur alte Klamotten. Verschwinde von hier. Nein, aber. Hab ich aus Versehen Knöpfchen gedrückt. Na gut, dann wahrscheinlich passiert dir dann irgendwas ganz Spezielles. So. Brauchen wir hier noch irgendein fieses Item. Also müssen wir hier noch erstmal weiter rumgankern. Am besten Richtung Pyramide. Da haben wir ja abgebrochen, als wir ein Stück Story übersprungen haben. Also gehen wir jetzt mal Richtung Pyramide. Mal sehen. Ob es ja noch einen Kampf gibt. Oh, Angriff. Wildhund. Mary macht Abwehr. Ach man, nein. Ich sollte Mary zaubern. Angriff. So. Zack, zack. So, besiegt. Sehr nice. So. Was ist hier noch Schönes? Da ist ein Shrine. Da war da der, war so ein Opa nicht drin. Na, gucken wir doch nochmal rein in den Shrine. Ach nee, hier war das Dice Game. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Ich kann mich erinnern. Wahnsinn, dass ich mich mal überhaupt an was erinnern kann. Na, da ist nichts weiter. Schade. Judy, Judy. Ach, Gewitterwolken. Ja, die greifen wir mal direkt an. So. Schön besiegt. Jetzt wird es dunkel. Oh Gott, nicht schon wieder diese. Oh, Krabben. Ich liebe sie. Meine Lieblingskram. So. Angriff. Ne, zurück. Angriff auf Krabbe. Magie. Peng, bumm. Zack. Oh, das ging ja gut. Kill Bill, das war ein Volltreffer sozusagen. So. Ja, Angriff. Ja, wir gehen uns mal noch ordentlich hier mega ausrüsten. Unten war ja irgendwo die Oase, wo die Königin Kleopatra also wohnt. Ne? Oh. Mary, du bist tot. Mal wieder. Da gibt's ja nicht. Zombies, Alter. Irgendwelche komischen. Ach nee, Mumien sollen das gewesen sein. Mumien mitten in der Wüste habe ich noch nie gesehen. Naja. So. Guten Abend. Hallo. Wo war denn hier nochmal der heilige Typi? Ja, da war. Ach, da drüben ist er. Ach ja. Waren wir hier unten schon mal drin? Ich kann mich nicht erinnern. Schauen wir doch mal. Anscheinend nicht. Hopp. Öffnet die Truhe und ein Schlachtbuch. Ah. Item. Red. Schlachtbuch. Abgeben an Pick. Gegen Trainingsanzug. Ja. Mhm. Pick, Schlachtbuch, benutzen, auf Pick. Oh, Pick überfliegt das Schlachtbuch. Das Buch steigert die Tapferkeit von Pick unkontrollierbar für seinen Geist. Pick wurde furchtlos. Wow. Nein. Abgeben. Beutel. So. Ach ja, Ausdauersamen. Nö. Nein, oh Mann. Benutzen an Pick, so. Ausdauersamen. Picks Ausdauer steigt und dry. Cool. Red. Gibt den Trainingsanzug ab an den Beutel. Beutel freut sich über Anzug. Geil. Wo? Guten Tag. Bitte könnten Sie mal Mary wiederbeleben. Dankeschön. Das wäre echt nett von Ihnen. Das fangen wir eine milde Gabe von 200. Naja. Allmächtiger Gott, bla bla. Ah, Mary, da bist du wieder. Schön, dich zu sehen. Und vor allem lebendig.
So. Jetzt würde ich gerne schlafen gehen. Ach, da ist das Inn. Hi. Willkommen in der Herberge. Du musst sehr müde sein. Das macht 40 Goldmünzen. Boah, Wucher. Wucher. So, guten Morgen. Ja, ja, halt die Klappe. Lass mich gehen. Halt. Nee, ich wollte Items. Ja, da. Guten Tag. Willkommen im Warenladen. Heilkräuter. 6 Stück. Die packen wir alle in den Beutel. Ja. Sonst kannst du erstmal nichts tun. Jetzt werden wir erstmal Items hier verteilen. Mondrautenknolle abgeben. Kilbill kriegt eine. Okay. Red ist auch ziemlich voll. Mondrautenknolle. Abgeben an Beutel. So. Mhm. So, Beutel. Heilkraut. Abgeben an Pick. Und noch eins. Ja. So, dann abgeben an Red. Brauchen wir nicht. Mary kriegt noch welche. So. Nice, nice. Halt. Wie viel? Nein. Mann, ich bin immer so hektisch. Wie viel haben wir denn davon jetzt noch? 14. Da werden wir uns mal noch ein paar mehr davon gönnen. Mhm. Reden. Kaufen. Heilkraut. Machen wir mal so noch 9. Auf in den Beutel. Ja. Was hast du denn sonst noch so im Angebot? Nicht, okay. Sehr nice, danke. Haben wir noch knapp 7000. Wollen wir mal gucken. Reden wir mit dem Waffen- und Rüstungsladen. Erstmal verkaufen wir diese komischen Bretten, diesen Trainingsanzug, diese komisch. Trainingsbrett. Das, ja, verkaufen, ja. Sonst noch etwas verkaufen, ja. Trainingsanzug. Mann, du sollst es doch verkaufen, Mann. Trainingsanzug, ja. Okay. Ja, war da noch eine Eisenlanze? Item? Beutel? Eisenlanze? Nein, ich benutze Mann abgeben. Oh, das ist echt merkwürdig gemacht. Verkaufen. Alles klar. Hey. Renn die mal nicht weg. Verkaufen. Beutel. Eisenlanze. So. Oh, der gibt gut Geld. So. Möchtest du sonst noch was verkaufen? Nein, dann soll er kaufen. Ja. So. Nee, nee. Naja, ein bisschen teuer für so wenig Punkte. Hm, Eisenschild, ja. Eisenhelm. Okay, Eisenschild. Kriegt Red. Ja. Genau, dann Eisenhelm. Kriegt Red auch. So, noch etwas kaufen? Ja, Eisenhelm an Pick. So, ja, ausrüsten, vielen Dank. Okay. Ein Punkt, das lohnt nicht, du. Eisenaxt, 5 Punkte. Was ist jetzt los? Oh, mein Controller ist abgeschmiert. Geil. Fängt er sich wieder? Nee. Fängt sich nicht wieder. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Mein Controller müsste jetzt wieder da sein. Ha, guck mal, geht. Boah. Naja, 5 Punkte, aber vielleicht machen die 5 Punkte auch übel viel aus. Okay, Eisenaxt kriegt jetzt Pick. Ja, ausrüsten. So, Eisenaxt ausgerüstet, toll. So, jetzt müssen wir Items neu sortieren. Items, Pick. Stahlbreitschwert. Abgeben an... Beutel. Okay. Was haben wir sonst noch so Schönes? Holzhelm. Hm. Nützt nix. Ab in den Beutel damit. So, Red. Bronzeschild. Abgeben. An den Beutel. So. Holzhelm abgeben an den Beutel. So, Kilbill hat nichts weiter. Mary hat eine Lederkappe noch. Abgeben in den Beutel. Die gehen wir gleich mal wieder verkloppen hier.
Weil das ist ja essentieller Teil. Ah, nein. Nein. Reden. Ja. Verkaufen. Beutel. Lederkappe. Ja. Ja, möchte sonst noch was verkaufen? Bronzeschild. Ja, danke. Holzhelm. Ja. Und dann verkaufen wir noch den zweiten Holzhelm. Huch, hätte ich gleich alle beide verkaufen können. Wusste ich nicht. Und dann noch das Stahlbreitschwert. So. Möchtest du sonst noch was verkaufen? Nein, ich möchte jetzt noch für Red die Eisenaxt noch kaufen. Jetzt haben wir wieder hier noch Kohlen. Red Scorpion. Möchtest du das wissen? Ja. Nein. Aber ich möchte das jetzt wieder verkaufen, was der vorher anhatte. Das Gerät hier. Das Stahlbreitschwert. So. Ja, verkaufen. Ja, dankeschön. So ist das doch nice. Vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen was reißen hier, wenn wir jetzt draußen rumrennen. Schauen wir mal. So. Lass mich raus. Gucken wir mal. Hab ja gelesen, dass man mit Level 17 am besten rumrennen soll. Hm. Ganz viele Motten. So. Oh, Red Scorpion Level 16, das ist nice. Wir werden mal schnell noch ein Safe machen. Und einfach mal eintraden in die Dings hier. So. Hm. Muss ich mir lang? Geradeaus mal. Ich gucke jetzt hier nicht in die Truhen. Nein. Ich gucke jetzt hier nicht in die Truhen rein, wollte ich gerade sagen. Oh, hier. Schatten. Peng. Och, die Schatten gehen ja schnell tot. Ha. Billig. Billig, billig. Ach, da geht's wieder hoch. Ja, da können wir ja trainieren. Einfach angreifen. Hm. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Besonderes Verstecktes. So auch nicht. Na gut. Dann eben nicht. Oh, drei Schatten. Oh, oh, da kriege ich die Angst hier. Meine Güte. Oh, der Part ist ja schon vorbei. Na gut, dann klettern wir hoch und dann machen wir im nächsten Part weiter hier in der Pyramide. Also Leute, ich freue mich drauf, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, die deutschen Übersetzungen von den SNES Projects. Und ja, ich freue mich drauf, macht's gut, bis dahin und tschaußen!